Saal B, das Augustin-Filmjournal. When I get to Vienna, I feel like flying, like a bear, but it was not possible. Das Dasein, aber anders geschrieben. Da. Sein. Das ist der Titel der Dokumentation von Aylin Bazaran und Hans-Georg Eberl, die die Schicksale von Menschen zeigt, die da gelebt haben und abgeschoben wurden. Ihre Geschichten werden in Dialog gesetzt mit denen von Freunden und Angehörigen, die da geblieben sind. Several times that the police people have come to me, they ask me if I know what others are doing. I said I don't know anything about anybody. I only know about myself. It was the Flughafen police that broke my hand, my finger. Da. Sein versteht sich als eine Plattform für jene Stimmen, die Teil der europäischen Gemeinschaft waren, aber durch das gewaltsame Herausreißen unsichtbar gemacht wurden. Der Film versucht erst gar nicht, dokumentarische Neutralität zu bewahren, sondern nimmt die Perspektive seiner Protagonisten ein. Und genau das ist es, was ihn interessant macht. Zu sehen ist Da. Sein im Rahmen der Wien-Woche im Schikaneder Kino, und zwar am 17., 19. und 20. September. Mein Name ist Werner Bothe. Ich wohne in Österreich, einem der reichsten Länder der Erde. Am 31. Oktober 2011 überschritt die Weltbevölkerung die 7-Milliarden-Marke. Und nicht erst seit damals wird von einer globalen Überbevölkerung gesprochen, die nicht zuletzt Schuld an Hungerkatastrophen und dem Schwinden von Ressourcen sein soll. Aber ist das tatsächlich so? Nach seinem Kinodebüt Plastic Planet setzt sich Regisseur Werner Bothe in seiner neuen Dokumentation Population Boom mit dem Thema Überbevölkerung auseinander und kommt zu spannenden Erkenntnissen. Bilder genau dieser Züge werden von internationalen Medien immer dann plakativ verwendet, wenn es darum geht, vor etwas zu warnen, das man Überbevölkerung nennt. Is that safe? Ist es sicher hier? Nein, nein. No, it's not safe. Also nein. Wo kommst du her? Wien, Österreich, Austria. Australien? Österreich, Europa. Genau genommen ist Population Boom weniger eine Dokumentation als vielmehr ein Reisebericht. Sie begleitet Bothe, der als Hauptdarsteller der Frage nachgeht, ob tatsächlich zu viele Menschen auf diesem Planeten leben oder ob nicht vielleicht unser Lebensstil nicht ganz der richtige ist. Bewaffnet mit einem Regenschirm der Weltbank begibt sich Bothe ins Menschengewühl von Großstädten und in menschenleere Wüsten. Population Boom ist meine Reise auf der Suche nach der Frage, gibt es Überbevölkerung? Wer sagt, dass es Überbevölkerung gibt? Warum sagen die das? Was sind die politischen Hintergründe? Und was man mit dem festgefahrenen Weltbild, dass es zu viele Menschen angeblich geben soll, eigentlich zu sagen gibt. Population Boom ist nach Plastic Planet der neue Film. Wie findet die Themenfindung statt? Naja, so wie ich durch meine Filme stolpere, stolpere ich auch den Themen entgegen. Und bei Population Boom war es ganz lustig. Ich habe sehr viele Diskussionen ja noch immer für Plastic Planet. Und danach sagen Menschen oft, naja, wir haben so viel Plastikmüll, weil es gibt ja viel zu viele Menschen auf der Welt. Und ich bin immer dann gestanden am Podium, haben mir gedacht, aha, da habe ich aber noch nie drüber nachgedacht, was sage ich da jetzt dazu. Habe aber natürlich irgendwie quasi mit der Muttermilch so die Idee bekommen, also mitbekommen, dass es zu viele Menschen gibt und dass Überbevölkerung die große Herausforderung ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Film und schaue mal, was ist die große Herausforderung und wie kann man das überhaupt jemals in den Griff bekommen, wenn so viele Menschen angeblich auf der Welt sind. Ja, und dann hat der Film die Recherche begonnen und dann habe ich begonnen, dieses festgefahrene Weltbild zu hinterfragen. Und das ist halt das Spannende, wenn man dann als Dokumentarfilm auch der eigenen Neugierde nachgehen kann. Und wir hatten ja die Möglichkeit, mit vielen Wissenschaftlern, Politikern und zu reden, Demografen natürlich vor allem. Und da hat es ein Aha-Erlebnis nach dem anderen gegeben. Wenn wir von Bevölkerung sprechen, dann von einem Mund. Wir blicken auf den Mund der Menschen und die Menge, die sie essen. Aber wir blicken nicht auf ihre zwei Hände. Es sind immer zwei Hände und ein Mund. Der Film hat eine sehr positive Grundstimmung, meines Erachtens nach. Das ist mir dort aufgefallen, wo die Szenen in den Slums gespielt haben. Naja, so wie es sich viele sehr einfach machen, dass sie sagen, ja, es gibt zu viele Menschen auf der Welt, nämlich die anderen sind zu viel, gibt es auch dieses typische Bild, wenn ich in einen Slum
gehe und dort filme, dann zeige ich traurige Menschen und Desaster. Ich bin von Grund auf gegenwärtig sehr großer Pessimist, aber mittelfristig ein Optimist. Und deswegen habe ich dann nach dem Menschlichen gesucht. Und im Endeffekt ist der Film ein Film, der für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr Menschlichkeit aufruft. Und dadurch war es wichtig, Menschen in Augenhöhe zu begegnen. Und dadurch ist der Film auch so zu einem, hat er so ein vielleicht sehr positives Feeling, was ich am Anfang ja gar nicht beabsichtigt habe, aber dadurch ist es ein Aufruf, halt einander die Hände zu reichen und Zusammenhalt, weil wenn wir es wollen, können wir es schaffen. Hat sich durch den Film in Ihrer Weltsicht etwas geändert während der Produktion? Das große Aha-Erlebnis war natürlich, dass 2040, 2050 die Weltbevölkerung beginnen wird zu schrumpfen. Das wusste ich davor nicht. Wenn man sich das dann vor Augen hält und dann sagt, fast eine Milliarde leiden unter Hunger. Was ist der Grund? Ist das, weil es zu wenig Essen gibt? Ist das der Grund, weil es zu viele Menschen auf dem Planeten gibt? Und wenn man dann einmal die Frage dann ein bisschen sich der mehr widmet, dann kommt man drauf, was die großen Probleme dahinter sind. Das heißt, wenn ich dieses selbst festgefahrene Weltbild der Überbevölkerung einmal ad acta lege, dann werden die wirklich essentiellen Probleme plötzlich ganz hautnah und die rücken zu einem. Und dann sind nicht die anderen schuld an der Umweltverschmutzung, es sind nicht die anderen schuld, dass die hungern oder dass Menschen hungern, sondern man ist Teil des Ganzen, man sieht sich als Teil und dann rückt es plötzlich sehr nahe und dann muss man sich eigentlich fragen, was kann ich jetzt tun? Der Film wirbt ja mit recht imposanten Zahlen. Wenn wir alle 7 Milliarden Menschen nach Österreich geben wollten, hätten wir alle 11 Quadratmeter Platz und der Rest wäre leer. Ja, ich bin während dieser Reise für Population Boom natürlich immer wieder auf Momente gestoßen, wo ich mir gedacht habe, wirklich, ist das wirklich so? Stimmt das wirklich? Und einer dieser Momente war natürlich, wie ich mir dann überlegt habe, was passiert, wenn jetzt alle nach Österreich kommen? Und die ganze Menschheit übersiedelt jetzt nach Österreich. Wie hoch wird dann die Pyramide, der Turm? Und da haben wir gedacht, das geht sicher bis zum Mond. Und dann habe ich angefangen zu rechnen und dann hat sich herausgestellt, also wenn man es zusammenrechnet, kommt jeder 11 Quadratmeter. Und das ist mehr, als einem zusteht, wenn man lebenslänglich eingesperrt ist in Österreich. Nämlich da hat man nur 9 Quadratmeter. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, theoretisch geht das, das ist ja nur einstöckig. Ne? Dann ist der Rest der Welt menschenleer. Und dann sieht man, dass man eigentlich die Probleme, die man oft damit in Verbindung bringt, sprich so viel Umweltverschmutzung, so viel Krieg um Ressourcen, so viel Leid, so viel Hunger, so viel Armut, dann sieht man, dass das eigentlich sicherlich nicht damit zu tun hat. Und ein nächstes Aha-Erlebnis, also für mich auch etwas sehr Besonderes, war, dass der ökologische Fußabdruck wächst dort am stärksten, am schnellsten, wo die Bevölkerung am langsamsten zunimmt, also sprich in der westlichen Welt. Während dort, wo vielfach gesagt wird, die Bevölkerung dort, die wächst und wächst, genau dort ist der ökologische Footprint fast dasselbe geblieben. Also dann sieht man, das ist keine Frage der Bevölkerung, sondern es ist eine Frage der Art, wie wir leben, unseres Stils, unseres Lebensstils. Wie leicht oder schwer ist es, eine Finanzierung für so einen Film aufzustellen? Für meinen ersten Kinofilm Plastic Planet hat es relativ lang gedauert, bis die Finanzierung fix war. Ich glaube, sicherlich auch durch den Erfolg von Plastic Planet ging es jetzt etwas rascher. Meine Dokumentarfilme mache ich mit einem so kleinen wie möglichen Team. Das heißt, wir sind, ich habe zwar 2 Kameraleute, aber wir sind trotzdem nur 5 Personen, die das alles machen und dadurch halten sich die Kosten in Grenzen und wir sind halt aber dadurch sehr viel unterwegs natürlich. Ne? Was aber auch wieder das Schöne am Filme machen ist, das liebe ich ja, dass man quasi auch auf Entdeckungsreise gehen kann und seiner Neugierde nachgehen kann. Und in dem Fall war es halt die Neugierde, was ist jetzt wirklich Sache. Wir hoffen natürlich, dass ihr mit Elan an die Familienplanung geht und euch mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden an die Ein-Kind-Politik haltet und so den sehnlichsten Wunsch eurer Eltern erfüllt. Population Boom ist ein sicherlich sehr emotionaler Film. Es
ist ein Aufruf sicherlich, sich darüber Gedanken zu machen und zu schauen, wie kann man da weitergehen und was kann ich da tun. Aber es ist natürlich kein Film, der jetzt die ultimative Lösung gibt. Das ist ein viel zu komplexer Prozess, dass ich jetzt als Dokumentarfilmer sage, okay, das ist es und so soll man weitergehen. Aber es ist halt mein Versuch, an einer neuen, besseren Welt zu arbeiten, und das ist das, was ich damit halt weitergeben möchte. Und ja. Wie ich bei der Presseverführung im Kino gesessen bin, habe ich mir dann irgendwann gedacht, müsste ich mir jetzt einen anderen Titel für den Film ausdenken, ist mir Ein Mann um seinen Schirm durch den Kopf gegangen. Wie ist es zu dem Schirm gekommen? Monsieur Hulot, es war für mich irgendwie so am Anfang klar, in diesen Film kann ich nur hineingehen als praktisch gestopfte Westler, der sich jetzt einmal so die Welt anschaut und also wie viele, denke ich, noch nie darüber nachgedacht hat, ob es jetzt zu viele Menschen gibt, aber mal generell davon ausgeht, weil wir kennen es von der Kasse, da stehen immer viel zu viele Leute davor, wir stehen im Stau und da sind immer die anderen natürlich zu viel, ich natürlich nicht. Und dadurch habe ich nach einem Requisit gesucht, das ein bisschen verkörpert, und dann war irgendwie naheliegend, dass da ein Weltbankschirm auftaucht und dass der halt mit mir mitreist, der dann zu einem schönen Requisit geworden ist. An wirklich überfüllten Orten nehme ich immer meinen Schirm zur Hand. Glauben Sie nicht, dass Schirme uns schützen? Schirme? Besonders dieser? Besonders dieser? Ah, die Weltbank, okay. Die helfen sich selbst. Normalerweise fragt man die Hauptdarsteller eines Films immer, ob sie die Stunts selbst gemacht haben. Ich habe es sehr mutig gefunden, da mitten auf der Straße teilweise zu stehen in New York und in den anderen Städten. Es gibt mehrere Szenen, wo ich halt mitten auf der Straße stehe und ja, schaue, was halt so um mich, also nicht ich schaue nicht, was um mich herum abgeht, aber man sieht im Film, was rund um mich abgeht, und der Kameramann hat einmal gesagt, du hast ein grenzenloses Vertrauen zu Menschen. Woher kommt das? People who are living in the poorer side of the world, ultimately we will survive, the rich will not survive. Mit Population Boom hat Werner Bothe die bislang spannendste Dokumentation des Jahres abgeliefert. Ein wegen seiner Bilder und geduldigen Hinterfragungen auch sehr bewegender Film, der letztlich spannend ist wie ein Thriller. Diese Woche startet er österreichweit im Kino. Wer von uns ist zu viel? Saal B, das Augustin Filmjournal. Das Schlimmste, das einem Kunstwerk passieren kann, ist das Archiv. Dort staubt es dann in aller Ruhe vor sich hin, bis sich irgendwann kein Mensch mehr daran erinnert. Das genaue Gegenteil eines Archivs ist das Ikono-TV-Projekt von Elisabeth Markiewicz. Auf den Punkt gebracht will Ikono-TV Kunst direkt ins Haus liefern. Per Bildschirm, gestreamt, wie man das im Internet nennt. Ikono bringt Hochqualität Kunst über den Bildschirm zu jedem nach Hause. Wie ein Radio die Musik, 24 Stunden am Tag. Vor 3 Jahren haben wir mit dem Broadcasting begonnen, zuerst in Nahost und im Mittelmeerraum, seit 2011 in Deutschland und jetzt in Österreich und Schweiz. Ikono ist nicht mit bisher bekannten Fernsehformaten vergleichbar. Es gibt keine Reportagen, keine Interviews, keine Aufstimme. Wir machen Kunst, alle Stile, alle Epochen in Videoclips visuell erfahrbar. Wir schenken Zeit, mit der Kunst zu leben. Kunst lässt sich von zu Hause aus anders erfahren und erleben. Seit dem 6. September und noch bis zum 29. September läuft das Ikono On Air Festival. Ein Kunstfestival, das ausschließlich im Fernsehen und als Livestream im Web zu sehen ist. Dank Livestream wird Ikono global für alle mobilen Endgeräte sowie für Smart TVs zugänglich sein. Diesen besonderen Moment feiern wir mit einem Festival. Einem Festival, das jedoch nicht wie ein Festival im Kino oder ein Musikfestival auf der Bühne, sondern im Fernsehen stattfindet. Das Ikono On Air Festival dauert 3 Wochen und es fasst nur zeitgenössische Videokunst von über 200 Künstlern aus aller Welt zu sehen sein. Das Programm selbst wird in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern, Kuratoren und Institutionen gestaltet. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Fernsehens, dass ein der hart intensivsten Festivals zur Kunst im Fernsehen ausgestrahlt wird.
Während des Festivals präsentiert ICONO ein kuratiertes Programm, das neben ausgewählten Themen, Schwerpunkten, einzelnen Höhepunkte bereithält. Ein ganzer Tag ist zum Beispiel den Videoarbeiten Bill Violas gewidmet. Es werden Kurzfilme, ich glaube ungefähr 15, von William Kentridge über die Prozesse seiner Arbeit gezeigt. Oder es wird eine Wochenende geben an dem berühmten Kuratoren und ihre persönliche Kunstplaylist präsentieren. Das ICONO On Air Festival wird in HD ausgestrahlt. In Österreich kann es entweder als Livestream unter www.icono.org empfangen werden oder mit einem Red Bull Media House Sat Receiver. Echtes Kino gibt's im 14. Bezirk. Seit vergangener Woche ist die Sommerpause der Breitenseer Lichtspiele vorbei und Anna Nitsch-Fitz, die Betreiberin des ältesten noch bespielten Kinos der Welt, stellt das Programm der nächsten 4 Wochen vor. Das, was mir jetzt nach über einem Jahr gelungen ist, dass ich den Herrn Ralf Turmheim wieder nach Wien gebracht hat. Das ist ein Wiener Schauspieler, den es nach Wiesbaden verschlagen hat zu einem Engagement. Und der hat eine Idee gehabt, und zwar tut er Stummfilme mit wienerischen Gedichten erklären. Also er hat eben die Gedichte selbst verfasst und trägt sozusagen durch die Gedichte zur Erklärung dessen, was auf der Leinwand stattfindet, bei. Und da hat er 3 Programme. Das eine ist Slapstick Poetry. Da hat er je einen Stummfilm von Charlie Chaplin, Buster Keaton und Harold Lloyd. Das zweite ist, er hat den ersten Tarzan-Film von 1918, wie gesagt, auch mit wienerischen Gedichten unterlegt. Und das ist das Tarzan of the Apes. Und das dritte nennt er Turnheim Synchro-Show. Da bringt er einen Überraschungsfilm, soll irgendwas mit dem Weltraum zu tun haben. Er hat wortwörtlich gesagt, der Weltraum wird wienerisch. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und das Zweite, was ich habe, habe ich wieder Filmkonzerte mit Herrn Gruber. Der hat 2 Kurzfilmprogramme, 1 mit Kurzfilmen Stumme von Buster Keaton, 1 mit 3 Stummfilme von Harold Lloyd und dann einen Stummfilm aus dem Jahr 1923 von Karl Grune. Der heißt Die Straße und da sind nicht handelnde Personen sozusagen die Schauspieler und die Dings, sondern die Straße der Stadt. Was gibt es sonst noch für Highlights? Naja, dann habe ich wieder ein paar Karl May, Schatz im Silbersee, Der Schutt und einen ganz entzückenden Kinderfilm, Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa. Das ist ein Animationsfilm. Die Werkstürmer ist ein ganz neuer Film. Interessant auch die Doku, die Akte Aluminium. Oder die zweite Doku, das heißt Unter Menschen, das dreht sich um die Schimpansen, die im Gänserndorf jetzt untergebracht wurden, das waren Versuchstiere. Dann Safe Haven, wie ein Licht in der Nacht, The Broken Circle und Das Leben ist nichts für Feiglinge. Saal B, das Augustin Filmjournal.